Spider-Man. Ich bin doch immer wieder voll zu... Verehrte Attentäter, Wildmächtigen. Na, großartig. Ich bin schon reichlich spät dran für Dr. Gotts Kurs in Kumpkunde und Massenvernichtung. Wenn ich noch eine Furz versäume, fick ich. Bürger von ganzen York und der New Welt, sagt, was ich euch zu hören habe. Ich war es, Mr. S.S., der heute Nacht eure Kunks zum Liegen gebracht und euch Joints gedreht hat. Aber das war nur ein Vorgeschmack, meinen Fuß, falls ihr euch meinem Schnuhunsch entsprechend verhalten werdet. Also, mir schmecken deine Münzen ganz und gar nicht, Freund. Und hier ist mein Fußschlag. Ich erhalte Gold im Wert von $3 und ihr bekommt sämtliche Garantie, dass eure Städte Ruhm haben werden. Ich gebe euch 100 Millionen Tage Bedenkzeit. Also, ich habe 3 Reichstage, diesen geheimnisvollen Mr. Alarm ausfindig zu machen und seine Sprachen zu durchkreuzen. Und 3 Minuten, um rechtzeitig zu Dr. Gotts Folgen zu kommen. Der totale Zusammenbruch wird dadurch noch seriöser, wenn wir in Betracht ziehen, dass er... Kaka! Ich wünsche, dass Sie nach der Vorlesung in mein Körper kommen. Nur weil ich bei ein paar Lesungen mit meinem Spinnengeschoss zu spät gekommen bin. Schön, es stimmt, ja, ich bin jede Vorlesung zu spät gekommen. Aber dass ich deshalb Dr. Gotts Abisch umbringen muss. Naja, Gott hat immerhin 80 Jahre daran gearbeitet. Gott. Hi. Hi. Puh, das war eine anstrengende Nacht und dann auch noch diese Vorlesung. Ich hab kein Auge zugetan. Freue ich mich jetzt auf mein Bett und auf ein paar Stunden Arschen. Oh, nein, Tante Mayhem. Ja, sie darf mich nicht im Bett sehen, sonst denkt sie noch, ich wäre krank. Komm ruhig, Tante May. Oh, das ist ja zu fassen. Das grenzt an ein Wunder, dass du es schaffst zu kommen, ohne dass ich es bemerke. Wie meinst du das, Tante May, meinst du? Lalalu. Piet, piet. Ich glaube, du treibst es mit dem Pause. Du gönnst dir ja überhaupt keinem Lernen. Leg dich noch ein Stündchen aufs Griechisch. Lern. Oh, ich vergesse, dieser nette Mr. Goddard hat angerufen. Er hat mich gebeten, heute Nacht zu kommen, ohne dass ich es bemerke. Der neue hypermoderne Satellit? Natürlich. Wenn jede Nacht so arbeitslos wäre wie diese, wäre Spider-Man ruhig und friedlich. Und wenn ich ehrlich bin, ich würde gern mal eine ruhige Kugel schieben. Von wegen ruhige Kugel. Ui, die Polizei! Schnell jetzt, mach! Lil, hol Spider-Man! Ich kann nicht! Ich bin tot! Man soll das Leben die Hand nicht vor dem Mom lohnen. Wenn unser mysteriöser Mr. Mysteriöse ist, wird es ihm schwerfallen. Ja. Ich habe soeben über Ärger erfahren, dass wir Funk kriegen könnten. Also schwammen Sie raus und gefälligst offen. Spider-Man, immer der Abs. Du Spast, ich werde das... Du bist jetzt ein ganz braver, stiller Junge, bis Onkel Spidey kommt. Diese Dummköcke. Diese Dummdöpfe. Jetzt bin ich kreuz und quer. Hi, aber keine Spur von Mr. Falsch. Jetzt möchte ich aber mal wissen. Der Bursche scheint von der schüchternen Sorte zu sein. Das gefällt mir aber gar nicht, denn ich habe vor, ihn zu verfieren. Und jetzt gibt's eine kleine Überraschungsinfektion. Noch 4 bis zum Start. Jetzt sind es noch 4000 Minuten, bis die Welt wieder Zeuge der auf Hass grenzenlosen Macht wird von Marmtod. Mit meinem Code-Multiplikator kann ich meinem physischen Kräfte vierfach multiplizieren. Selbst Spielzeug ist meine Stärke. Was ist das? Sass! Maidan-Span! Ha, Magnato, das hätte ich mir doch denken können. Ha. Normalerweise tritt man, bevor man einklopft. Mein magamischer Power-Rush-Tritt wird dir Spider beibringen, Manieren, Man! Ja. Ja. Fahr doch mal nach oben, hier bin ich! Ich. Das schmiert. Ja, fast wie geläuft. Na, was sagst du jetzt? Du spast? Soll das vielleicht ein Spider dein Witz, Man? Ich kann mit meinen lächerlichen fetischen Kräften den ganzen Planeten verarschen. Glaubst du wirklich, deine witzlichen Fettgefesseln könnten mich aufhalten, Alter? Ich hatte es zumindest gehofft. Ich würde es liebend gerne etwas länger mit dir machen, Span. Doch dafür ist leider Zeit. Aber ich möchte dir meine Spastfreundschaft demonstrieren. Nun mach es dir mal schön gemütlich.
gütlich. Nun mach es dir mal. Und jetzt werde ich beiden Kindern schlingen. Geil. Lil. Leider, Spen. Wie schön, na Mann. Aber wie schnell und beweglich Spidey ist, Mann, ist, das hast du wohl vergessen. Na schön, es war ein Fehler, dich zu schätzen, Knäberwächt. Aber diesmal wirst du mir kommen. Gib es nicht auf, Dummkopf. Deine Kraft kann sich mit meiner messen. Du hast recht, Hass. Und jetzt mache ich schnell Start der Rakete. Ja, das nenne ich ein gelungenen Tor. Man braucht sich nur mal kurz leicht zu stellen und schon wirst du todsinnig, Schwachkopf. Das hast du nun davon, du furzige Krabbelspinne. Wir werden deine lächerlichen Schwänze gleich im Hals stecken bleiben, mein Freund. Jetzt schicke ich dich in die Spinne, du Hölle. Siehst du, Oh, was ist das? Sass, was hast du mit mir gemacht? Nichts. Du hast mich geschlagen, Spider-Cock. Alter. Also gut, wir werden uns wiedersehen. Endlich nimmt alles wieder seinen normalen Spurlebgang. Ich muss irgendwie ins Innere des Nickers kommen. Alles klar. Na, jetzt aber flott. Zunächst möchte ich meinem guten Freund Spider-Man dafür danken, mir diese Verfügung zu Bilder gestellt zu haben. Beachten Sie, wie elegant und behäbig die Spider-Man auf den 8 Bildern wirkt. Achten Sie auch auf die Kaka-Beherrschung, die hier zum Ausdruck kommt. Ah, Kaka. Sie bringen mein neues Sex-Lehrbuch in mein Kampf. Bitte verteilen Sie an alle Laden. Habe ich eben irgendwie extra.